Hallihallöchen zusammen und willkommen zur ersten Folge von Yu-Gi-Oh! Expansive Legacy. In diesem Format stelle ich euch in wenigen Minuten pro Folge eine Karte mit einem, und das ist ganz besonders wichtig, zum Zeitpunkt der Aufnahme Mindestwert von 20 Euro vor. Sollte die Karte im Laufe der Zeit im Preis sinken, bitte ich das zu berücksichtigen. Heute geht's um den Regenbogendrachen und zudem erzähle ich euch jetzt ein paar Takte. Heute möchte ich mit euch den Regenbogendrachen in Secret Rare besprechen. Und zwar nicht die verhältnismäßig günstige Version aus der Tinbox-Reihe, die rund 5,50 Euro wert ist, sondern den Druck aus dem Originalset Tactical Evolution als erste Auflage mit einem Wert von 20 Euro pro Stück. Der Regenbogendrache hat in Serie und TCG eine lange, lange Geschichte und viele Liebhaber und ist, wenn wir uns auf den Anime beziehen, das Bossmonster von Jesse Anderson, der im späteren Verlauf der Serie in Erscheinung tritt und die Kristallungeheuer spielt. Nachdem die Karte in Tactical Evolution ihren ersten Auftritt als Secret und Ghost Rare absolviert hat, wurde sie kurz darauf in der Collection Tin 4 Reihe erneut als Secret Rare aufgelegt und erhielt in der Legendary Collection GX einen weiteren Reprint in Ultra Rare. Danach wurde es relativ still um die Karte, bis dann im Jahre 2012 der Common Reprint im Rai Yellow Mega Pack folgte und sie schlussendlich im Duelist Pack Ancient Millennium erneut als Common zu ziehen war, seitdem auch recht günstig zu haben ist und dementsprechend zu der Sorte von Karten gehört, auf die Sammler mit etwas weniger Budget nicht weiter verzichten müssen. Alles in allem ein wunderschöner Drache, der auch von alten Klassikern wie dem Chaos Imperator Drachen oder dem blauäugigen Weißen Drachen zumindest in Bezug auf sein majestätisches Äußeres nicht geschlagen werden kann.